Jo Leute, was geht? Freunde, heute ist ein besonderer Tag und heute gibt es ein besonderes Video. Wir sind nämlich wieder auf der PlayStation 5, Leute, zu GTA 5. Und ihr seht, Leute, da in der rechten Ecke gibt es jetzt GTA Plus zu kaufen. Ich bin super gespannt, Leute, oder ich war super gespannt. Was ist dieses GTA Plus? Das werdet ihr auf jeden Fall in diesem Video erfahren, Leute. Und ich werde euch meine Meinung sagen, lohnt sich das? Und wenn ja, für wen? Wenn nein, für wen nicht? Und warum sollte man sich das kaufen? Warum sollte man sich das nicht kaufen? Ich werde euch auf jeden Fall alles in diesem Video zeigen. Und deswegen würde ich sagen, Leute, ich gebe zum ersten Mal in meinem Leben Geld innerhalb des Ingame-Stores von GTA 5 aus. Und ja, deswegen, Leute, würde ich sagen, kaufen wir uns das GTA 5 Plus, Leute. Und das Ganze soll nämlich ein Abo-Modell sein. Es soll 6 Euro circa kosten, also 5,99 im Monat. Und ich habe mir sagen lassen, dass man das aktiv kündigen muss. Das bedeutet, wenn ihr euch das holt, ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr das aktiv kündigt. Am besten direkt nachdem ihr das kauft, Leute. Und ich werde euch auch zeigen, wie man das Ganze dann kündigt, denn ich selbst weiß es nicht und Rockstar sagt es uns auch nicht wirklich. Damit es so schwer wie möglich ist zu kündigen. Aber Leute, ich würde sagen, dieses Spiel abonnieren wir aus unbefristet. Bla bla bla. Informationen zur Kündigung findest du hier. Ja, ich möchte aber sofort kündigen. Okay, dann probieren wir das mal aus, Leute. Belastet für Guthaben. Und okay, Leute, lasst einen Daumen nach oben da dafür, dass ich euch zeige, ob sich das lohnt oder nicht. In 3, 2, 1 und let's go! Okay, jetzt würde ich gerne wissen, wie man das kündigt. Okay, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das werde ich euch am Ende des Videos zeigen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir gehen jetzt auf jeden Fall, Leute, in GTA 5 rein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute, was für Vorteile wir bekommen in dem neuen GTA Plus Abo-Modell. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall direkt mal in den freien Modus des Spiels hinein. Und ja, Leute, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann drückt gerne auf den roten Abonnieren-Button, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Deswegen dachte ich, heute gibt es ein besonderes Video, denn ich finde, dieses Thema verdient auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ob es die richtige ist, werden wir in diesem Video erfahren. Oh, Achtung! Willkommen bei GTA Plus! Du kannst dir eine Auswahl deiner Mitgliedschaftsvorteile im Pausemenü unter Online-Mitgliedschaft bei GTA Plus ansehen. Über den PlayStation Store kannst du deine Mitgliedschaft jederzeit verwalten oder kündigen. Okay. So, warum spawne ich eigentlich immer im First-Person-Modus? Ich verstehe das nicht. So, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in GTA 5 drin. Hier ist auf jeden Fall dieser geile Wagen. Und ich muss sagen, dieser Wagen ist wirklich, wirklich heftig. Auf deinem Geldautomaten hast du Zugriff auf dein Geld. Ja, dann gucken wir einfach mal nach. So, ich glaube, wir gucken einfach mal nach. Habe ich mein Geld? Ja, Leute, 500.000 Dollar sind dazugekommen. Du hast das Design-Fließband für die folgenden Fahrzeuge geschenkt bekommen. TM-Zero, 2 Kanjali, Avenger und MTV. Ja, leider habe ich diese Fahrzeuge nicht. Also kann ich diese Lackierung auch nicht machen, weil ich bin hier auf meinem PS5-Account. Und da habe ich die Fahrzeuge nicht. Oh, ich habe neue Klamotten bekommen. Jo, okay. So, zahlen wir mal ein, Leute. So, jetzt habe ich nur noch 700.000 Dollar. Okay, nice. Oh, Lemar. Nein, danke. So, und ich kriege jetzt folgende Vorteile, Leute. Ich werde jetzt hier zugebombt mit den ganzen Vorteilen, die ich habe. So, wir können uns jetzt, Leute, bei Maze Bank Foreclosure hier, glaube ich, eine... Ja, genau, das war's, Leute. In La Mesa bekommen wir für das Geld, statt für 2 Millionen, kriegen wir das kostenlos. Das heißt, wir rechnen jetzt ungefähr um, was man für die 6 Euro bekommt, die ihr quasi zahlt. Also einmal 500.000 GTA-Dollar, dann ungefähr 1,9 Millionen GTA-Dollar für ein Objekt, das ihr vielleicht besitzt oder vielleicht noch nicht besitzt. Wenn ihr allerdings so eine Werkstatt besitzt, bekommt ihr euer Geld nicht zurück. Das heißt, es lohnt sich nur für diejenigen, die GTA erst ganz frisch starten. Also ich würde sagen, wir kaufen uns das Ganze und ja, ich glaube, Auftune-Möglichkeiten, ja, kosten natürlich drauf. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich werde hier nichts bezahlen. Kostet Emblem auch? Ah ne, die Embleme sind kostenlos. Ja, das ist cool. Und die Mitgliedschaft habe ich auch. So. Let's go. Also Leute, dann habe ich jetzt schon mal so eins der schlechtesten Businesses, die man sich in GTA Online kaufen geholt. Und zwar die Autowerkstatt. Naja, jetzt sind wir schon mal hier. Und da würde ich sagen, setzen wir uns mal kurz den Wegpunkt auf die Karte. Und dann fahren wir einfach mal dahin. KJD, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Boah, ich feiere dieses Auto, Leute. Ich komme immer noch drauf klar, wie geil der Wagen ist, Junge. Let's go. Und jetzt direkt wird mir mit Geisteszustand gedroht. Es ist doch nicht so, als wäre ich geisteskrank. Leute, ich bin ganz normal drauf. Bam, Junge! Okay. Ja, okay. Ich lasse es mal lieber, Leute. Aber dieser Wagen, guckt euch mal an, die Beschleunigung. Yo, let's go! Alter, ist der schnell. Der ist so schnell. Oh, die Polizei ist da. Ist egal. Wir fahren jetzt einfach direkt in unsere Garage rein. So, ich will da rein. Lasst mich rein! Ey, Leute, lasst mich doch rein!
Ich dachte, man kann sich vor der Polizei hier verstecken. Na gut. Ey, das ist ja super schwer, denen zu entkommen. Komm, wir rufen mal Lester, unseren Freund und Helfer an. Okay, ich würde sagen, in die Garage fahren wir jetzt gleich mal rein. Wir gucken uns mal an, ob sich das Abo-Modell lohnt und vielleicht für die neuen T-Shirts, die man geschenkt bekommt. Also Leute, das ist auf jeden Fall eins der T-Shirts, die ihr kriegen könnt. Das Gusset Frog T-Shirt. Ja, komm, nehmen wir das einfach mal. Und wir haben noch das Broker Prolabs Basketball-Trikot. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir das mal, ne? Also dafür hat sich das für die 6,90 € muss man ja auf jeden Fall alles nutzen, was man kriegen kann, nicht wahr? Ich meine, ja, es sieht okay aus. Also ich weiß nicht, ne? Aber das T-Shirt sagt auf jeden Fall, ey Leute, ich war derjenige, der 6 Euro ausgegeben hat im Monat. Jedenfalls etwas weiteres, das ihr kostenlos bekommt, ist Leute bei Legendary Motorsports zu finden. Und zwar ist das Ganze ein bestimmtes Fahrzeug. Denn ihr bekommt den Prinzip de West 8, den es im Arena War DLC gab, komplett kostenlos. Nehmt einfach eine Farbe eurer Wahl. Und was ihr ebenfalls bekommt, ist etwas Exklusives, das ihr nur bekommt, wenn ihr das Abo abschließt. Und das finde ich sehr, sehr kritisch, muss ich zugeben. Während wir auf das Auto warten, zeige ich euch mal, was ich am allerschlimmsten finde an diesem Abo-Modell. Und zwar ist es folgendes, Leute. Wenn wir nämlich in den PlayStation Store gehen und dann hier uns angucken, wird euch oben rechts direkt etwas aufploppen. Und zwar GTA Sharkard großer Hai. Das ist die kleinste Sharkard, für die ihr 2,50 Euro ausgeben müsst, um 100.000 Dollar zu bekommen. Was natürlich echt das Dümmste ist, was man machen kann, sich die günstigste Sharkard zu holen, wenn man überhaupt darin Geld investiert. Das Schlimme an der Sache ist aber, wenn ihr GTA Plus Mitglied seid, also ihr 6 Euro im Monat ausgibt, bereits das schiebt ihr denen rein, ne? Okay? Das schiebt ihr den Entwicklern rein. Bekommt ihr das Recht, wenn ihr aber noch mehr Geld ausgibt denen? Bekommt ihr noch mehr Geld dafür in-game, in GTA Online, bekommt ihr 15% Bonus, wenn ihr GTA Plus Mitglied seid, auf eure Sharkard. Hier steht's, Leute, 15.000 Dollar bekommst du, wenn du GTA Plus Mitglied bist. Das heißt, du gibst Geld schon aus. Du gibst schon in einem Vollpreistitel Geld aus. Ja, wir müssen sagen, GTA ist bis heute immer noch ein Vollpreistitel und es ist ein Spiel, das schon seit 10 Jahren existiert. Ihr gebt das Geld aus und müsst dann einfach, ja, ihr werdet hier nochmal zur Kasse gebeten, so aber auf ganz greedy Art und Weise. Und das bezieht sich dann auf alle Sharkards, die man hier kaufen kann. Die 500.000 Dollar Sharkard, die 1,25 Millionen Dollar Sharkard und auch die ja, Cash Guard Megalodon Sharkard für 8 Millionen. Da kriegt ihr dann 1,2 Millionen Bonus drauf. Wow. Also ich gebe Geld aus, damit ich den Vorteil kriege, noch mehr Geld auszugeben. Und ich sehe gerade 75 Euro. 75 Euro! Mit den 75 Euro kannst du nicht mal eine Yacht kaufen. Die 10 Millionen Yacht. Was ihr ebenfalls noch für die 5,99 € bekommt, ist folgendes, Leute. Und zwar, wenn ihr in dem Privileg seid, eine Yacht zu besitzen. Ja, hier könnt ihr euch so eine Superyacht kaufen. Und ihr habt zum Beispiel, Leute, dieses Orion oder das Piscis oder wie das heißt, dann könnt ihr kostenlos auf das Aquarius upgraden. Und ich finde das immer sehr, sehr witzig, dass von den Wörtern kostenlos gesprochen wird. Weil du musst ja eigentlich 6 Euro bezahlen, um die Ehre zu haben, diese Dinger kostenlos zu bekommen. Finde ich sehr, sehr schwierig, das so zu formulieren. Ah, da haben wir den Wagen. Kostenlos, kostenlos. Und das Auto ist gar nicht mal so gut und ich habe auch bereits Reviews gehört zu dem Auto. Es ist ja ein Supersportwagen und ob das Fahrzeug jetzt das neue beste Auto ist, denn es bekommt ein HSW-Upgrade, dieses HO Special Work Upgrade, könnt ihr kostenlos auf dieses kostenlose Fahrzeug noch upgraden. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, ob das jetzt das beste Auto überhaupt ist, wenn man es jetzt auf dieses Supersportwagen-Upgrade upgradet. Und die Antwort ist nein, Leute, es befindet sich von der Rundenzeit her auf Platz 4 bei den Supersportwagen. Auf Platz 1 ist bis heute immer noch der bewaffnete Ignus. Also, wenn ihr einen Wagen holt und ja, ihr kriegt den hier kostenlos und so, nehmt den gerne mit, Leute. Aber ich sag's euch ehrlich, holt euch gerne den bewaffneten Ignus, wenn ihr den besten Supersportwagen habt. Außerdem habt ihr eine Bewaffnung obendrauf. Das lohnt sich dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Allerdings hat der Wagen die bessere Topspeed und ja, das ist der einzige Vorteil von dem Wagen. Wenn man den jetzt upgradet. Oh, ich bin vorbeigefahren. Na, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie der Wagen jetzt gleich aussieht, wenn wir da reinfahren. Moment mal kurz, wo war denn das LSK-Meet? Ich bin ja voll falsch. Okay, wir fahren rein. Wir gehen rein. So, dann bauen wir den Wagen doch einfach mal um, ne? Mal gucken. Und was ich sehr, sehr kritisch finde, ist, Leute, jetzt hört mir zu, diese HSW-Verbesserung hier, ihr könnt sehen, ist auf jeden Fall natürlich sehr, sehr krass. So. Ja, optisch sieht der Wagen, glaube ich, sogar identisch aus. Der hat einfach nur mehr Leistung. Ja, das haben wir jetzt kostenlos bekommen. Wir haben dafür jetzt nichts ausgegeben. Dieses Upgrade bekommen nur Spieler, die sich das GTA Plus Abonnement kaufen. Das heißt, um diese super krasse Performance für den Wagen zu haben, müsst ihr 6 Euro ausgeben.
Und erst nach dem Monat, wenn der Monat endet und diese Möglichkeit zu kaufen vorbei ist, haben alle Spieler danach die Möglichkeit, das Upgrade erst zu kaufen. Das heißt, mit dem GTA Plus Update werden euch Early Access Inhalte freigeschaltet. Und die fangen das erst an zu testen mit Fahrzeugen. Aber Leute, wenn ein neues GTA Plus Update, wenn ein neues GTA Update rauskommt, by the way, dieses GTA Plus gibt es nicht auf PC. Die neuen Explosionen, die ganzen Fahrzeuge, all das gibt es nicht auf PC. Und ich frage mich, warum können die PC-Spieler nicht auch so irgendwie Spaß haben mit den neuen Inhalten? Wird es vielleicht keine DLCs mehr geben auf dem PC? Das werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten rausfinden. Aber was ich sagen will ist, Leute, wenn ein neues Update kommt, bin ich mir zu 100% sicher, dass besondere Fahrzeuge entweder früher über das GTA Plus Abo verfügbar sein werden oder exklusiv nur in einem GTA Plus Abo drin sein werden. Und mit diesem FOMO-Effekt spielt Rockstar und Take-Two quasi mit eurem Gedanken, ihr verpasst etwas und ihr müsst unbedingt Mitglied sein. Das heißt, dieses Spiel wird langsam nicht mehr Free-to-Play, wie es früher war. Außerdem ist es nicht Free-to-Play. Ihr müsst ja Geld ausgeben und eigentlich kostet das Spiel 40 Euro und erst für die ersten 3 Monate ist GTA Online kostenlos. Aber wenn man solche Elemente einfügt, dann muss dieses Spiel zu 100% und es hätte auch für immer sein müssen, ein Free-to-Play-Spiel sein. Bei GTA 5 ist bisher einer der einzigen Spiele, wo ich wirklich Pay-to-Win etwas kaufen könnt, mit dem ihr einen Vorteil habt. Ihr kauft euch ein besseres Fahrzeug, besseres Equipment, um schneller Geld zu verdienen, schneller Waffen zu kaufen, schneller alles zu machen. Und mit Geld kann man sich hier alles schneller freischalten. Und ich weiß nicht, warum das immer noch so wenig Leute kritisieren, muss ich zugeben. Ich werde den Wagen jetzt bewusst hier nicht irgendwie lackieren oder so, aber außer es gibt ein Design, was ihr kostenlos holen könnt. Und zwar das HSW CMYK Glitch und den Orange HSW Trip. Den kann man kostenlos kriegen. Ich würde sagen, wir kaufen uns einfach mal das hier, Leute. Sieht ganz in Ordnung aus. Und unten rechts seht ihr diesen Button, wo PlayStation Store gibt. Ah, okay, Upgrade. Aha, okay, Code einlösen. Na gut, wie kann ich kündigen? Weil wir gucken jetzt, wie ich kündigen kann, weil ich muss das jetzt herausfinden. Also, ihr geht, Leute, auf, wenn ihr das auf PlayStation macht. Ich kann es nicht sagen, wie es für Xbox ist. Das müsst ihr dann, glaube ich, einfach selber mal herausfinden. Wir gehen jetzt auf Benutzer und Konten. Dann bei Konto auf Zahlungen und Abonnements. Dann geht ihr auf Spiele und App-Services. Und dann müsst ihr euch einfach GTA 5 raussuchen, aus der ganzen Liste. Dann sieht man hier das GTA 5 Plus Abo und hier steht automatisch Verlängerung kündigen und das schalten wir mal aus und jetzt, ja, jetzt wird es nicht mehr automatisch verlängert. Also so funktioniert es auf PlayStation 5. Sehr, sehr umständlich, aber hey, es funktioniert irgendwie. So, da sind wir, Leute, mit dem neuen Wagen, den wir kostenlos bekommen haben. Ich würde sagen, wir geben mal ein bisschen Gas und dann gucken wir, ob der Wagen richtig abgeht, weil ich habe den nicht komplett aufgetunt. Aber ich merke schon, ja, der fährt sich auf jeden Fall schneller, ne? Der hat auf jeden Fall mehr Beschleunigung und mehr Topspeed. Aber da geht natürlich noch mehr. Kriegt er die Kurve ohne... Oh mein Gott, der... Okay, der Wagen untersteuert massiv. Also, ja, der ist ein bisschen schwer zu lenken, muss ich sagen. Deswegen keine große Kaufempfehlung für dieses Auto. Und wenn ihr dieses Auto mit dem Upgrade nicht habt, dann verpasst ihr nicht so viel. Das sei schon mal gesagt, Leute. Wow. Oh oh, oh nein, bitte mach mein Auto nicht kaputt. Also fassen wir auf jeden Fall zusammen, Freunde. Was ihr für das Abonnement... Ey, es fängt schon wieder an zu regnen. Immer wenn ich aufnehme, fängt es an zu regnen in GTA Online. Das ist viel... Jeden Tag regnet es einfach. Verstehe das nicht. Also fassen wir nochmal zusammen, Leute. Was ihr alles bekommt für den Preis von 5,99 € ist 500.000 GTA Dollar. Dieses Auto mit dem HSW kostenlosen Upgrade. Einmal eine Autowerkstatt in La Mesa, falls ihr noch keine habt. Das kostenlose Upgrade der billigsten Yacht auf die teuerste Yacht, auf das Aquarium. Den Erlass des Mitgliederbeitrags, da bekommt ihr eure 50.000 Dollar zurück, wenn ihr im LSK-Meet 50.000 bezahlt habt. Also kriegt ihr dann 550.000, falls ihr das gegeben habt. 2 exklusive T-Shirts, die ihr auf keinen Fall verpassen wollt. Die Fließbandlackierung für 3 Panzer oder so. Auch kostenlose Farbvarianten und Embleme für die Autowerkstatt, das haben wir gerade auch getestet. Die dreifache GTA-Dollar und RP in der HSW-Rennserie. Also mit dem Auto könntest du dann quasi dreifach mehr Geld verdienen. Ich hätte es mir persönlich gewünscht, dass alle Spieler das haben. Jetzt finde ich das aber super unfair, dass, naja, die Spieler halt so einen Vorteil beim Grinden haben. Und doppelte Kamit-Reputation in allen Serien der Straßenserie. Also zusammengefasst, Freunde, ein Geldersparnis, wenn man das HSW-Upgrade davon, das hat ja noch keinen Preis, abzieht. Und der Autowerkstatt noch mit eingeschlossen, würde ich sagen, bekommt man am Ende für die 6,99 € ungefähr einen Gegenwert von, würde ich mal sagen, von 6 Millionen Dollar. Wenn man die Yacht-Upgrade noch mit rein tut, vielleicht 8 Millionen Dollar. Aber man kann dieses Geld nicht selbst ausgeben. Das Einzige,
Geld, was ihr selber ausgeben könnt, sind die $550.000, falls ihr halt die 50.000 noch zurückbekommt von dieser LSK-Mieteinlog-Aktion. Das heißt, Rockstar verteilt das Geld sehr, sehr schön für euch und ja, was soll ich sagen, Leute? Lohnt sich das jetzt für die 6,99, weil wenn man den Gegenwert rechnet und eine Shark hat, die 8 Millionen kostet, kostet 75 Euro, würde man an sich ja sagen. Es würde sich finanziell lohnen, wenn man sich das holt, wenn man unbedingt einen Starterpack braucht. Wenn man allerdings ein langjähriger Spieler ist, ist dieses GTA Plus Abo überhaupt nicht notwendig. Man hat wahrscheinlich die teuerste Yacht, man hat die beste Garage, man hat alle Facilities, man hat wahrscheinlich das Fahrzeug auch. Und das Einzige, was man wirklich dafür bekommt, Leute, ist das Upgrade von dem Fahrzeug auf die bessere Variante. $500.000 und vielleicht die 50.000, die man zurückbekommt. Und das ist dann wieder so ein Ersparnis von 1,5 Millionen, würde ich sagen. Und die dreifachen GTA-Dollar in der HSW-Serie. Finde ich, lohnt sich das finanziell? Wenn man das aus der Sicht sieht, kann man sagen, ja, es würde sich schon ein wenig lohnen. Aber Leute, ich bin ehrlich zu euch, ich würde das nicht supporten. Ich wirklich, Leute, beim besten Willen, das ist ein Vollpreistitel, das ein Abo-Modell anbietet. Und ja, GTA Online wird Geld kosten. GTA Online ist momentan auf PlayStation kostenlos, aber das Spiel kostet Geld. Das Spiel kostet Geld und es bittet euch dazu, monatlich zur Kasse zu beten, um noch mehr Geld aus einem 10 Jahre alten Spiel zu melken. Und das Ding ist, Freunde, wenn ihr so etwas supportet und ich habe das jetzt nur gekauft, weil ich leide darunter, ich habe das nur gekauft, um euch zu zeigen, ob sich das wirklich lohnt. Und ich muss sagen, ja, von diesen Upgrades, ich mag das Auto an sich nicht. Ich finde es optisch nicht so cool und deswegen, wenn ihr das Auto nicht mögt und auch von der Performance her, ist es nicht das beste HSW Supersportauto. Da lohnt sich auf jeden Fall der bewaffnete Ignus deutlich mehr, Leute. Den könnt ihr zwar bei Warstock Catch and Carry kaufen, aber mit dem könnt ihr auch Rennen fahren. Also würde ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich Bock habt, dann holt euch lieber das Fahrzeug, dann seid ihr wenigstens besser drauf. Und ja, wird euch dieses DLC oder dieses Abo-Modell besser beim Grind helfen? Nein. Ehrlich gesagt würde ich das nicht sagen, weil ihr bekommt die schlechteste Firma dazu. Und beim Los Santos Tuners Update verdient man mit Abstand am wenigsten Geld von allen den Serien, die man haben kann. Man hat auf jeden Fall viel Spaß, wenn man Rennen fährt, aber ja. Und alleine die Tatsache, dass ihr exklusiv mehr Cash bekommt, wenn ihr euch eine Sharkard kauft, zeigt einfach nur, dieses Spiel will das Maximum finanziell aus euch rausholen. Und ich kann so etwas nicht supporten. Ich kann diese Mikrotransaktionen sowieso nicht supporten in dem Spiel. Mir persönlich wäre es immer noch lieber, wenn sie ein 20 Euro Story-DLC rausbringen oder irgendwelchen Story-Content, der richtig geil ist und dafür halt ein bisschen Geld kostet, da bin ich bereit, Geld auszugeben. Aber das hier ist einfach faul. Hier wird ein Content recycelt und man versucht daraus 6 Euro rauszuholen. Und das Ding ist, Leute, wenn ihr so etwas kauft und supportet, wird GTA 6 noch viel, viel später kommen, weil sie mit diesem Geld, mit diesem Spiel am meisten Geld verdienen und das noch eine ziemlich lange Zeit. Und deswegen lassen sie schön Zeit, bis GTA 6 rauskommt. Es ist zum Teil Schuld von Rockstar und Take-Two, aber Hauptschuld sind diejenigen, die das Ganze supporten, indem sie es kaufen und, naja, aus psychologischer Sicht dazu gezwungen werden, das zu kaufen. Deswegen würde ich sagen, Leute, das war es auf jeden Fall von dem Video. Ich wollte unbedingt ein Video dazu machen. Für mich ist persönlich der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe, dass ich jetzt diese 6 Euro ausgegeben habe. Aber, Leute, für das Video wollte ich das für euch machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr meiner Meinung seid, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Abo-Modell? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video bei einem weiteren normalen GTA-Video wieder. Haut rein, Freunde, Edizox ist raus und ciao!